Und weil ich diese Saison so Bock auf Fußball habe und da echt noch viel lernen muss, habe ich die Kolleginnen und Kollegen einfach mal in die Fußgängerzone geschickt für eine richtig schöne Straßenumfrage zur Bundesliga. Viel Spaß. Hallöchen, hast du Lust auf ein paar knifflige Fragen? Was für Fragen sind das, wenn ich fragen darf, erstmal? Das verrate ich dir gerne. Okay. Das ist die TV-Total-Straßenumfrage. Thema heute, Bundesliga-Start. Freust du dich, dass die Saison jetzt wieder losgeht? Ja. Um welche Saison geht's denn? Ich weiß nicht. Könnt ihr weiterhelfen? Ich denke erstmal Herbst. Herbstsaison, Sommersaison. Fast. Fußball. Sehr gut, fangen wir doch erstmal mit den Grundlagen an. Wie viele Spieltage gibt's eigentlich? Keine Ahnung. Was schätzt du? 100. Nee. Ja. Du stehst hier ja schon wie der Bundestrainer. Hast du eine Idee? 32? Mehr. 36? Weniger. 34. Volltreffer. Aber weißt du, wie viele Mannschaften es gibt? Insgesamt? Ja. 50, 60? Vielleicht kennt ihr euch mit Zahlen ein bisschen besser aus. Was glaubt ihr? Ja, wie viel waren es? 34? Spieltage, genau. Ja, dann einfach geteilt durch 2. Ja. Also 34 geteilt durch 2 gibt's. Jetzt habe ich einen Hänger. Nochmal langsam. 34 durch 2 sind 12. Fragen wir lieber nochmal unseren Bundestrainer. 14? Fast. Habt ihr es mittlerweile raus? Keine Ahnung. Ich habe einen Hänger gerade. Wie viel gibt's jetzt? Ja, rechnet's aus. 34 Spieltage geteilt durch 2, sonst fragt dein Taschenrechner. Ja, wollte ich gerade sagen, bevor es ganz peinlich wird. 34 geteilt durch 2 ist halt keine gerade Zahl, deswegen. Ja, das ist schlecht. Du nochmal. 16. Oh, und unsere Hobby-Mathematiker? 34 geteilt durch 2. 17. Okay. Stimmt. So. Okay. Ist aber leider immer noch nicht richtig. 18. Bingo. Was verdient denn eigentlich ein Bundesligaspieler? Was schätzt du? Viel zu viel. Viel zu viel? Ja. Fragen wir doch lieber mal die Jungs vom Fach. Über 1 Million auf jeden Fall. Im Monat? Nein, Entschuldigung, sorry. Sagen wir... Pro Woche, wow. 300.000 im... Bitte? Im Monat aber jetzt, ne? Ja, ja. Was meinst du? Bundesligaspieler. Ich denke so FC Köln-Spieler so um die 4.000, 5.000 netto. Lassen wir das Thema Finanzen. Habt ihr beiden Grinsebacken mitbekommen, wo die Olympischen Spiele dieses Jahr stattgefunden haben? Die jetzt gerade? Ja. In Paris. Genau. Und wisst ihr, in welchem Land die Bundesliga stattfinden soll? Hm? Jetzt sag jetzt nicht Frankreich. Verrückte Idee. Aber nein. Wisst ihr da mehr? Ja. Echt nicht? Wir haben gar nichts mitbekommen. Das sind doch wirklich sehr geheime Neuigkeiten. Sie vielleicht? Nein. Ja, was glauben Sie denn? Wenn Sie mich interviewen in Köln. Leider nicht mehr. Kennt ihr denn wenigstens einen Fangesang? Ja, klar. Stern des Südens. Ja, sing mal. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Ja. Und hat die Bundesliga auch eine Hymne? Bundesliga ole, Bundesliga ole, Bundesliga ole. Was hättet ihr davon? Wir hätten das für super. Habt ihr auch was im Angebot? Sollen wir das singen? Komm, wir probieren es einfach mit dem Kehlkopfgesang. Bitte was? Kehlkopfgesang? Wunderschön. Ich habe jemanden im Urlaub gefunden, der hat einen Gladbach-Song gesungen. Und wie ging der? Keine Ahnung. Hat mich zugehört. Na super. Hast du noch eine Idee für die Bundesliga-Hymne? Aber es gibt doch so ein bisschen dieses. Das, was immer vor den. Genau das. Kenne ich so nicht. Nein. Und unser kleiner Singvogel? Bundesliga. Danke und bis zum Sehr nächsten gerne. Mal. Hoffe, es war nicht zu peinlich. Auf gar keinen Fall. Tschüss. Auf Wiedersehen.